Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Artist TV. Ab heute muss die Champagner-Geschichte neu geschrieben werden, denn am Markt wird es ein neues Produkt geben. Es heißt Wöffbrause. Und da werden sich manche Gemüter wahrscheinlich wundern, was ist die Wöffbrause? Es erinnert ja auch ein bisschen an eine andere Marke, aber lassen Sie sich davon nicht beirren, denn heute geht es darum, dass wir eine Marke kennenlernen und den Inhaber, der diese Marke einführen wird. Und heute wird es ein Making-of geben, ein Video, ein Werbevideo für die Wöffbrause. Und hierzu werden wir zuerst beim Coiffeur Jeanette Andriske sein, die auch Haarverlängerung macht. Und wir werden die Dame kennenlernen, denn hier werden die Models geschminkt und hier wird auch später auch das Fitting sein. Und dann möchte ich Sie recht herzlich dazu einladen, dass Sie heute mit uns den Abend mit uns begleiten. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, Jeanette Andriske ist ja noch nicht im Laden. Die muss noch einige Dinge erledigen, aber wir werden uns jetzt erstmal in den Laden hier ein bisschen, sag ich mal, orientieren. Wir sehen ja auch schon das erste Model und dann werden wir gleich mal fragen, was sie denn heute alles machen muss. Du, wir sind Artist TV. Ich grüße dich und du bist jetzt nicht vorbereitet. Du wirst heute auch in dem Werbevideo mitspielen, ja? Ja, genau. Von welcher Modelagentur bist du denn? Von Ava Models aus Hamburg. Ja, schön, tolles Gesicht hast du und du wirst ja auch toll gerade gestylt. Darf man fragen, von wem bitteschön? Von Jeanette Andriske. Ja, also das ist das Unternehmen und Sie selber sind persönlich? Ich bin Atiye. Wie bitte? Atiye. Atiye. Ja. Ein schöner Name. Finde ich auch. So, sag mal, also heute Ava Models, aber ist das schon dein erstes Engagement oder hast du schon einige Sachen gemacht? Nee, ich habe schon einige gemacht, aber heute ist natürlich ganz besonders, weil wir heute total am Abfeiern sind und die Wöffbrause natürlich im Mittelpunkt steht und das wird total super im H1. Steht das denn im Drehbuch, dass ihr abfeiern sollt? Oder habt ihr da nicht auch ein bisschen so ein kleines Storyboard und müsst da ein bisschen was posen oder ein bisschen schauspielerisch auch leisten, ja? Ja, das denke ich schon. Also wir durften natürlich alle vorab probieren und uns wurde gesagt, wir sind einfach wir selbst und ja, wir haben einfach Spaß mit dem Produkt und das wird bestimmt super. Und einfach du selbst heißt dann abfeiern? Ja, schon. Okay, dann werden wir mal deine Kollegin besuchen, mal gucken, was da drüben los ist. Ja, ist ein schöner Laden hier, nicht? Alles ist schön mit goldenen Spiegeln gehalten. Und hier haben wir die, glaube ich, die Shanti heißt sie. Hallo Shanti. Hallo. Sag mal, du bist aber freischaffend, du bist jetzt hier nicht angestellt bei Jeanette Andriske, ist das richtig? Genau, ich habe mein eigenes Geschäft. Ja, dann sag doch mal was über dein Geschäft und was deine Funktion heute ist. Du bist, glaube ich, Make-up-Artist. Genau, ich mache die hübschen Mädels noch hübscher. Ich unterstreiche deren Schönheit. Und wie gesagt, ich habe ein eigenes Geschäft, wo eigentlich genau das Gleiche gemacht wird. Und, nenn dir das ruhig, wo ist das Geschäft? Me, Myself and Eyelashes in Eimsbüttel in der Mückenkampfstraße 15. Und da mache ich zum Beispiel so schöne Wimpernverlängerungen. Ja, schöne Wimpern, das Model wie sie jetzt mal zeigen, ja. Du bist die wer? Jacqueline. Jacqueline. Und weißt du auch heute, was du zu tun hast? Ja. Also deine Kollegin hat gerade gesagt, abfeiern. Ah ja, Spaß. Genau. Ich dachte, das ist heute ein Job, das ist hier eine anspruchsvolle Tätigkeit. Ihr müsst euch mal als Schauspielerin vielleicht auch beweisen. Ja, das bestimmt auch, aber Hauptsache, es kommt gut rüber natürlich. Also ich denke, das Feiern, das werdet ihr gut schauspielern können. Ne? Dafür kriegt ihr auch bestimmt einen Oscar. Du, Shanti, aber du bist doch auch, hast du auch deinen eigenen Stil? Also du musst doch auch wahrscheinlich heute beim Video dabei sein, oder? Ja. Eigener Stil hat irgendwie jeder. Also jeder findet seinen eigenen Stil. Und man erkennt einen auch tatsächlich dann dadurch. Aber nicht hinter den Kulissen. Ich meinte schon vor den Kulissen, dass du heute auch mitspielst und mitwirkst. Weil du hast doch einen wirklich ganz tollen Look. Und der wird doch auch das Video aufwerten, oder? Es steht nicht im Drehbuch, aber wir schmuggeln dich einfach so mal durch. Ne? Ja, mache ich gerne mit. Ich bin sehr flexibel. Als Femme Fatale zum Beispiel. Okay. Ja? Mhm. Gut, Shanti, dann gehen wir mal weiter. Dankeschön. So, hier sind auch mein männliches Model hier. Der Gute heißt, deinen Namen wirst du doch noch sagen können. Adis. Adis. Du spielst heute auch ein Video mit? Ja. Adis, was habt ihr heute als Briefing bekommen? Was sollt ihr heute machen? Ich würde sagen, jetzt nicht auch abfeiern, weil das sagt jeder jetzt hier. Abfeiern. Also wir sollen Spaß haben, abfeiern, ja. Habt ihr nicht auch schauspielerisch irgendwas zu spielen? Eine Rolle vielleicht du so als der Dandy, so der Frauenversteher, der Frauenverführer, der Charming Man oder so? Nein, wir sollen einfach nur Spaß haben, natürlich rüberkommen und Kulisse sein. Genau. Aber wenn du spontan bist vor Ort, dann wirst du schon irgendwas Lustiges machen oder ein bisschen Action. Also nicht, dass wir uns im Video nur vorstellen, dass ihr da nur gut aussieht und da steht. Nein, also wir werden auf jeden Fall alle Spaß haben. Und Also flirt mit den Frauen gut rum und feiert schön. Gut, wir gehen mal weiter und da sehen wir ein bekanntes Gesicht und wir werden jetzt einfach mal klopfen. Klopf, klopf, klopf. Nein, nicht erst später, sondern... sehen Sie, das ist die Handy-Generation. Das ist die Handy-Generation. Die Dame tut so auf schüchtern, aber ich habe sie neulich bei einem Box-Event begrüßt und sie hat ein Lifestyle-Magazin. Das heißt wie? Famous EMP-Magazin. Das kann sie sagen, aber sie möchte nicht
als Gesicht für ihre eigene, sag ich mal, ihr eigenes Produkt dran stehen. Aber du bist ja da. Ich war auch noch nicht in der Maske. Aber nicht in der eigenen Maske. Ich bin doch auch nicht in der Maske. Ich bin ja selber eine Maske. Ja, du hast schon zu Hause alles fertig gemacht. So, du Original. Aussieht, du bist ein Original. Ja, aber du bist modisch, das ist der Look. Ja. Aber du wirst heute Abend wahrscheinlich auch sehr feierlich und festlich angezogen sein, oder? Nee, eigentlich nicht. Denn dein Name ist? Ich weiß, Kiran. Kiran. Kiran, ja. Kiran. Sag mal, dich sieht man überall. Du bist jemand, der auch kulturell sehr oft unterwegs ist. Also du bist nicht nur ein Model, sondern du bist eigentlich auch ein Typ, der beruflich eigentlich was macht? Beruflich was? Ja. Ich bin offiziell Zerspannungsmechaniker, was ganz anderes, aber ich bin auch Model bei Ava Models. Und bist auf einer Vernissage zu sehen, bist auf, eigentlich auf tollen Events und auch sehr anspruchsvoll dabei, ne? Genau, ja, ich interessiere mich für alles, weil ich war ja auch jahrelang mit einer Künstlerin zusammen, ja, der Christina Kropp, ja. Und ja, und dadurch bin ich halt zur Kunst so ein bisschen gekommen und interessiere mich halt auch, ja, ja, für den aber Bereich. Hier ist ja nur die erste Station, wie wir wissen. Hier ist Make-up, hier ist Haarstyling vollzogen. Später geht es zum Fitting, ne, zu André Zirkel. Genau, da geht es, ja, zu André Zirkel, also das wird Fitting. Genau, das wird die zweite Station sein. Und wir wollen hier nochmal diese wunderschöne Dame anschauen, die gerade in Aktion ist. Sag mal, sind die Haare echt? Die sind ja zu schön, um wahr zu sein. Na, geil, sie hat richtig schöne Haare. Ja. Ich liebe es. Ist ja märchenhaft, diese Haare. Ist das jetzt Haarverlängerung? Ist er getrickst oder ist das original? Das ist, glaube ich, original, ne? Original. Ja. Komplett original. Komplett original. Also du bist ein Original. Ich bin ein Original. Darf ich da auch mal reinwuscheln? Ach, das ist ein so tolles Vogelnest. Das können Sie sich nicht vorstellen. So, Sie sind erstmal Frau? Madolia. Madolia? Ja. Ja, und Sie sind gelernte Make-up-Artistin, kann man das sagen? Ja. Ja. Und warum sind denn die Händchen so schön schwarz? Auch Schornsteinfegerin und bringen Glück, oder? Nein, nein, ich habe... ganz viele Models schon geschminkt. Oder das sind das immer so mit viele Stempel von den ganzen Partys, die Sie öfter mal besuchen, in Diskotheken? Nein, nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber nein, das ist, das muss man machen, anders habe ich zu viel Schwarz auf dem, genau, Pinsel. Deswegen. Wir brauchen ja heute Abend auch noch ein paar Schwarze, ne? Zum Beispiel. Achso, guck mal, ich werde hier live geschminkt, während ich interviewe. Spontan, wie ich bin, werden die Konturen nachgezogen. Ich glaube, ich darf mich jetzt nicht bewegen. Mein Gott, wollen wir es mal lassen? Das juckt, das kitzelt. Naja, ihr könnt ja nicht Smoky Eis machen oder sowas, nicht? Danke. Also, hast du denn einen eigenen Laden? Nein, ich arbeite jetzt freelance. Und Fashion Shows, Werbe, alles. Schön, schön. Okay, man kann dich buchen. Ja. Nochmal deinen Namen vollständig und der Name vielleicht deines Buches. Ah, okay. Madolia Rahiminia, Facebook, Make-up Artist Lore. Wow. Und wir haben deinen Liken. Mann. Und wir haben deinen Mann gestern kennengelernt, ja, der was macht, sag's ruhig auch nochmal. Ach, mein Mann. Welcher Branche? Er ist ein netter Typ, Mensch. Er ist richtig nett. Er macht, er verkauft Gold, genau, Diamanten. Und er hat mir gestern gesagt, dass die Goldpreise Schmuck gesunken sind. Das tut mir so leid für euch. Ja. Aber ich habe ein schönes Kind. Ja, ne? Genau. Hast du gesehen? Tut nichts zur Sache, aber das ist das immateriell Schöne. So, und dein Name war bitte nochmal? Mein Name ist Nazli. Nazli? Nazli. Nazli. Genau. Iranerin vielleicht, oder? Ja, richtig. Ja, was sind zwei? Iranerin. Ja, ich bin auch Iraner, ich spreche leider kein Deutsch, aber lange Geschichte. Du sag mal, du wirst heute auch eine Rolle spielen oder heißt es jetzt auch, dass du abfeierst? Habt ihr denn nicht irgendein Briefing bekommen, dass ihr irgendwas spielen sollt, irgendeine Rolle oder irgendeine... Also, ich so viel ich weiß, wir sollen einfach nur Spaß haben, ja, und... einfach so wild, einfach das wiedergeben, was heute so sein soll. Und du hast heute die Prinzessinnenlöckchen hier. Ja, okay. Trägst du die denn auch privat so oder sind die glatt sonst? Die sind auch mal. Hast du schon mal glatt getragen? Ja, habe ich auch mal, ja, gemacht. Aber das ist einmal nur unter die Dusche und dann sind die glatt. Dann sind sie glatt. Nee, man muss ja schon ein bisschen aufwendiger. So, liebe Zuschauer, ja bitte. Wenn privat Leute sind und die möchten auch geschminkt werden, da bin ich mit meiner Kollegin. Shanti, ja. Hat sie die Adresse gegeben? Nö, aber du kannst ja jetzt. Okay, Shanti, Adresse, Schatz, komm her. Shanti, ganz kurz, Adresse. Adresse. Schatzi, Adresse. Komm, Süße. Wir schminken auch privat bei, sag die Adresse? In der Müggenkampfstraße 15 in Eimsbüttel. Und ich krieg 5% Provision. Oder wir, ja, können auch bei Leute zu Hause kommen. Genau. Dann kriege ich 10%. Das ist persönlicher Service. So, und jetzt geht's weiter. Und nun steht er da, the one and only, der Inhaber, der Betreiber, der Erfinder der Marke Wöf-Brause. Ja. Ich grüße dich, wir duzen uns mittlerweile. Das ist der Graf von uns zu, Alexander Schless. Alex. Ja, genau. Alex. Ich habe vorhin gesagt, vor dem Laden habe ich gesagt, ja, die Champagner-Geschichte muss neu geschrieben werden. Sage du mir doch mal, warum?
Ach, weil es die Wefbrause gibt. Wefbrause als neues Produkt, als Lifestyle-Produkt, was für uns einfach das Thema hat, Preis-Leistung, junge Menschen, jeder kann sich das wieder leisten. Jeder kann in den Genuss dieser Qualität letztendlich kommen, eines Manufakturgetränkes. Und ja, damit wollen wir ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen mehr Preis-Leistung in die Leute rein. Der Name Wöf weckt ja Assoziation, aber ich habe da so eine andere Assoziation. Ich denke so eher an Wöf, also so ein Hundegebell, weil ich ja gesehen habe, dass ihr ein Hundewappen auf der Flasche drauf habt. Warum eigentlich? Das ist der Hund Wöf. Der Hund heißt Wöf, das ist unser Wappentier. Gibt es den im Original oder sollten wir mal ein Hundecasting machen? Hast du zumindest alle Hundefreunde hinter dir und als Fans in Zukunft der Marke Wöf raus? Wäre das nicht eine tolle Marketingidee? Wäre toll, aber es gibt den leider nicht. Er ist extra für uns entworfen worden, rein auf dem Papier. Ja, aber wir suchen uns einen Hund, der diesem ähnelt und werden in Zukunft ein Casting machen. Also wenn du ihn findest, machen wir das. Nein, wir haben ein großes Hundecasting und werden alle Hundebesitzer Deutschlands, die ihre Hunde ja lieben, über alles lieben und in Zukunft mit deiner Marke in Verbindung bringen. Ich bin sofort dabei, kein Thema. Aber sag noch mal was anderes. Also Brause ist jetzt nun wirklich befremdlich. Am Anfang habe ich gedacht, das kann doch nicht angehen. Also ein No-Go, aber eigentlich ziemlich lustig und frech. Ich würde sogar sagen, ein Geniestreich. Ja, ich meine, das Thema Brause ist letztendlich jung und modern. Brause ist in den letzten Jahren deutlich durch die Medien gegangen und viele gute Getränke haben sich mit dem Namen assoziiert. Ist ja ein alter Name letztendlich für ein tolles, prickelndes Getränk. Und mit dem prickelnden Getränk sind wir auch wieder bei der Wöf-Brause. Ist ein sehr prickliges, schöner Schaumwein und ein Cava, ein richtig... Ist eine Explosion auf dem Gaumen, wenn man es probiert und es prickelt und deswegen Brause. Sehen Sie mal, dein Mann ist ja überhaupt nicht überzeugt von seinem Produkt. Also, er ist es sehr. Also, wir werden gleich den zweiten Schritt gehen, die zweite Etappe. Da gehen wir nämlich zu André Zirke. Jawohl. Hier ist ja nur das Styling und gleich ist das Fitting noch angesagt. Dankeschön. Genau. Ja, liebe Zuschauer, und hier ist die Symbiose. Hier verschmilzt Schönheit und unser schöner Schaumwein. Und wenn ich jetzt hier mal in die Mitte gehen darf, zu diesen beiden Grazien links und rechts von meiner Seite und dann dieses Getränk so ganz zierlich so dazwischen lege. Also mehr Schönheit geht doch eigentlich gar nicht. Wollt ihr mal ein bisschen zusammenrücken vielleicht? Na, so ein schönes Bild haben. Das ist ja nun die Wöf-Brause. Und du hast den schon getestet. Was würdest du denn dazu sagen? Schmeckt fantastisch und edel. Ja. Also könnte das neu trinken. Und fruchtig auf jeden Fall. Zimtig auch. Zur Weihnachtszeit zimtig. Natürlich, es ersetzt den Glühwein direkt. Und ein bisschen nussig, oder? Ja, Nussgeschmack auch drin, ne? Also passt zum Lebkuchen vielleicht als Weihnachts? Ja, total. Würde ich empfehlen. Ja. Du bist die? Merle. Ja. Und du bist die? Laura. Und zusammen gehört ihr einer Agentur, die heißt? Ava Models. Sag mal, wo ist denn eure Inhaberin heute? Die haben nämlich heute auch schon überraschend erwartet, aber sie ist noch nicht eingetroffen. Die kommt, soweit ich weiß, zum Event. Ja. Und da sehen wir sie dann auch. Liebe Zuschauer, es ist ja immer noch die erste Etappe. Die Mädels werden ja hier geschminkt, gestylt. Aber dann geht es jetzt zum Fitting. Weißt du schon, was du anziehst gleich? Nee, das weiß ich noch gar nicht. Nee? Das ist eine Überraschung. Wird es sehr kurz und sehr luftig oder wird es eher sehr versteckt und spielst du die Nonne heute? Rockig und sexy. Rockig und sexy. Und weißt du denn schon, dass du bist ja schon rockig und sexy das eigentlich. Das ist aber erst die Voreinstellung. Die Voreinstellung? Kommt noch. Es wird natürlich elegant und Glamrock. Du kannst ja erstmal rockig ankommen, so mit Glamour-Look. Und dann kannst du dir ja immer noch dein Outfit... Es wird noch verfeinert. Die Details kommen dazu. Ja. Und so, Mensch, dann wollen wir doch mal zusammen anstoßen überhaupt. Also dann auf Wöf-Brause, auf den Videodreh, ne? Viel Spaß, ja? Dann freue ich mich. Und hier, die beiden haben sie dann heute auch kennengelernt. Und mal schauen, wie die nachher aussehen werden, dann beim Videodreh, ja? Zum Wohl. Zum Wohl. Liebe Zuschauer, Runde 2 beginnt jetzt. Wir sind jetzt hier vor dem Laden von André Zirke, dem Modedesigner und der ganz viele Labels hat hier in Hamburg, die hier vertreten sind. Man sieht es ja. Burlington, Calvin Klein, Scabal, Strazen, René Lesor und so weiter und so fort. Und wir gehen jetzt in den Laden rein, denn hier findet das Fitting statt und die Models machen so eine Art Warm-up. Und wir wollen jetzt mal sehen, was da jetzt schon vorbereitet wurde. Und hier ist schon ausgelassene Stimmung, also das Warm-up findet schon statt. Gut gekleidete Herren, gut situierte Herren vor allen Dingen. Und wir suchen jetzt mal den Modedesigner. Und wo ist er denn? Wo ist er denn, der Gute? Und da ist er ja auch schon. Dürfen wir Sie mal ganz kurz zu einem Interview einladen mit Zirke? Jawohl. Am besten hier vor dem Bildschirm, denn Sie haben ja auch viele Veranstaltungen gemacht. Ja. Zuletzt ja auch mit Markus Schenkenberg.
Und hier sehen wir Rosalie van Bremen, wir sehen hier Markus Schenkenberg. Ja. Was war denn das hier für eine Veranstaltung zuletzt? Das war mein 20-jähriges im Hyatt im September. Das ist jetzt 2 Monate her und ja, war eine nette Geschichte. Herr Zirke, Sie lassen sich immer wieder was einfallen und heute haben wir ja die Wöff-Brause zum Thema. Ja. Wer unterstützt denn jetzt wen? Sie die Wöff-Brause oder ist das so gegenseitige Energien, Synergien hier? Ich die Wöff-Brause, weil ich einfach sonst Langeweile habe. Genau. Und habt ihr denn Bock auf die Wöff-Brause? Ja, nee, finde ich gut. Ja, genau. Genau, da haben wir Bock auf die Wöff-Brause. Nee, passt doch gut. Nachher geht es ja auch ins Saufen über. Ne? Genau. Also hier aber das Warm-Up, wir waren ja eben gerade beim Styling und jetzt wird ja das Fitting hier sein. Mhm. Und mit was werden die Damen denn heute ausgestattet? Die meisten haben im Moment Versace-Kleider an und die Jungs, die machen wir ein bisschen rockiger, ein bisschen cooler, ein bisschen Lederjacke. Was kostet die Welt, genau? Du weißt ja nicht, was sie kostet. Was haben Sie denn selber heute an, Herr Zirke? Das ist mein eigenes Design. Das sind im hanseatischen Blau, einen eigenen Zirke, hat ein eigenes Label. Ja. Können Sie sich das vorstellen? Ja, kann man. Ne? Lässt man sich da einfach mal schnell einnähen oder wie läuft das? Ja? Nee, die Sachen, die Markus anhält, ist auch mein Design. Also der Herr Schenkenberg, genau. Richtig, genau. Wo ist er denn heute? Kommt er heute nicht? Nee, ich glaube, der ist in New York. Wunderbar. Was erleben wir heute denn hier noch im Laden? Gibt es hier noch irgendwas Besonderes, was zu erwähnen wäre oder sonst ein bisschen was über den Laden allgemein? Also im Moment sind wir mit den Mädels relativ gut vorangekommen. Ja. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Griff bei den Damen gehabt. Und jetzt müssen wir die Jungs noch rausstatten. Jetzt machen wir unten noch ein Shooting mit einigen. Einfach so ein paar nette Stimmungsbilder, auch mit dir. Ja. Ne? Mache ich noch mal eben an der Krawatte so. Optimiert, ganz genau. Optimiert. Alles strenger, alles so optimiert. Und dann fahren wir nachher rüber und geben ein bisschen Gas. Ne? Kannst du ein bisschen noch was über deine Kollektion sagen? Was ist jetzt im Frühjahr, Sommer geplant? Also ein bisschen was auch für die Leute, die ich noch nicht kenne, die hier gerne mal den Zirkel kennenlernen wollen. Was bietet der Zirkel hier? Ja, ich würde sagen, im Frühjahr, Sommer können wir wieder Badehosen tragen, hoffe ich. Zirkeltraining bietet der Zirkel hier. Ja, ganz genau, ja. Zirkeltraining. Ja, ich muss ja ein Sixpack haben in einem Jahr. Das Thema hatten wir ja. Das passen mit ja die ganzen taillierten Anzüge ja auch nicht, ne? Nee, das ist wahr, ja. Ja, ich musste mich auch ein bisschen runter trainieren, denn Markus und ich, wir haben die gleiche Größe mittlerweile und das ist ganz gut. Aber ich setze nochmal für die Damen. Was kriegen die Damen für eine Mode geboten? Was für Kollektion? Welche Labels? So ein bisschen vom Eingang. Wir haben nach wie vor Versace, dann haben wir Leo Joe, die habe ich jetzt aufgenommen, und Rich and Royal. Das sind so ein paar Brands, die ganz gut korrespondieren miteinander. So, die Herren bleiben klassisch und müssen sich mit Anzügen von Zirkel. Ja, müssen, ja, schlimm genug, ne? Ja, ist verrückt. Ja. Nein, in dem Fall ja natürlich, ich mache Tailor-Made-Anzüge und auf der anderen Seite habe ich eben halt. Maß angefertigt, ja. Du hast doch informiertes Publikum, da kann man doch ein bisschen Englisch sprechen. Ja, ja. So, und und dann haben wir natürlich immer coole Shirts und so weiter, Jeans, Seven und wie sie alle heißen. Und, dann sind wir mal gespannt, wie die Mädels und die Herren nachher aussehen beim Videodreh, denn hier ist ja immer noch Warm-Up. Die Leute lockern sich auf, aber wir freuen uns gleich auf den Videodreh und dann wollen wir die alle mal in Szene setzen. Jawohl. Und dann mal schauen, wie du die alle hier inszenierst und bist ja selber wahrscheinlich auch im Film zu sehen. Jawohl, so machen wir das. Dankeschön. Gut. Soll ich das Ding schicken? Ich muss auch ein Foto haben. Komm mal hier. Okay. Was ist denn hier? Hallo, Spazi. Wie sieht das Teil aus? Hab ich doch gesagt. 100%. Wow. Schön mit der Wöff-Frau. Keine Ahnung, was ist denn da toll? Ja, der Augen reicht auch schon rein. Wunderbar, ich habe wieder die Pulle in der Hand. Das passt doch wieder vor. Das ist ein schönes Video für Mutti. Ich darf mich auch mit der Flasche anschauen. Aber immer gerne. Ich stehe hier auch ganz klar. Der Einzige, der sich freut, ist der Kameramann. Cheers! Oh, schön. Der kostet bestimmt 1,99 Euro, ne? Die Europalette.
Das war Action. Und wir bleiben im Blick. Dankeschön. Schicke Kleider. Ja, es gibt noch mehrere hübsche Kleider. Bitte? Ja, liebe Zuschauer, und jetzt wollen wir natürlich auch die Stylistin mal kennenlernen. Wir waren vorhin in dem Laden, aber leider haben wir sie nicht angetroffen, weil sie musste ja schon in den nächsten Laden. Sie sehen ja, sie hat ja viel zu tun. Und hier ist die Janet oder Janet? Janet. Janet Andriske, und in ihrem Laden waren wir vorhin im Graskeller, ne? Im Graskeller 2. So, jetzt erklär uns doch mal, wie du diese Frisur kreierst und was du überhaupt machst, also was deine Schwerpunkte der Arbeit sind. Ja, hier war es ganz einfach. Sie sieht natürlich von Natur aus schon total rockig aus, mit ihrem wilden Style und sowas. Hat sie es einem ganz einfach gemacht. Er hat die Haare so zur Seite. Sie ist sowieso ein cooler Typ. Ja. Das war ganz klar, dass wir das zur Seite stecken und dass es genau so aussehen muss, um sie rockig darzustellen. Und für den Mann, der ja ein Laie ist, ist da jetzt Haarverlängerung drin? Ist da Spray drin? Ist da irgendwie ein Kuckucksnest drin? Was ist denn da alles drin? Die Frisur kann man ja vielseitig gestalten und da kann man ja da oben auch für Ostern so ein paar Eier reinlegen. Oder was ist der Sinn dieser Frisur? Oder bin ich da ein bisschen out of fashion? Ja, also wir machen natürlich schon wirklich wahnsinnig viel mit Haarverlängerungen. Das liebe ich auch und grundsätzlich mache ich das natürlich ganz gerne. Aber sie hat von Natur aus einfach so wahnsinnig tolle Haare, dass da man nichts machen braucht. Ja. Sie wäscht die wahrscheinlich, föhnt die einfach nur ganz schnell trocken. Und dann ist das zack hochgesteckt und dann sieht sie cool genug aus. Aber dann ist das ja vielleicht nicht ganz so eine, sag ich mal, Herausforderung. Was ist denn bei denen, die nicht so fülliges Haar haben? Was machst du mit denen? Du machst ja auch sicherlich auch Haarverlängerung. Was kannst du den Leuten geben an einem Mehrwert, wenn eine Frau zu dir kommt und eben halt nicht so fülliges Haar hat? Was hast du da für Möglichkeiten? Die meisten Frauen, die zu mir kommen, kommen tatsächlich zu mir, weil sie halt weniger fülliges Haar haben und genau diesen Wunsch haben. Ja. Und da gibt es mittlerweile so viele unterschiedliche Methoden, die Haare wirklich voll zu machen, ohne dass man das sieht. Haartransplantation zum Beispiel. Haartransplantation müsste ich jetzt natürlich ein Arzt werden, aber nein, wir kleben rein, wir knüpfen rein, wir... Bisschen Silikon auf dem Kopf. Ich weiß nicht, ich kenne ja die neuesten Trends nicht. Wir beraten natürlich auch alles nicht so wahnsinnig gerne. Ist es alles nur so, Insider man, natürlich. Genau, man sollte zu uns kommen, dann kriegt man die besten fülligen Haare, die man zu haben, Janet, sich wünschen kann. Janet macht es möglich. Janet Andriske, Coiffeur und Haarverlängerung. Aber die bietet natürlich ganzheitliche Lösungen, die Janet, weil bei dir braucht man dann nicht nur kommen wegen der Haare, sondern man kriegt auch gleich einen Make-up-Artist zur Seite, oder? Absolut, genau. Ja. Bei mir kann man wirklich alles bekommen, wenn man irgendwie zu einer Fashion-Show möchte oder einfach so im Alltag oder sowas. Man kriegt wunderschöne lange Haare und wir buchen uns auch eine Visagistin dazu und dann kann man das volle Programm dazu bekommen. Janet, ich danke dir, und wir haben da drüben jetzt auch nochmal die Merle. Die hatten wir vorhin auch schon interviewt, aber sag doch mal, was ist da das Neckische? Einfach so die Haare nach oben, was weiß ich, topieren, frisieren, kleben mit Uhu, wie machst du das? Also bei Merle war es tatsächlich schon eine kleine Herausforderung. Die hat von Natur aus nicht ganz so fülliges Haar und da haben wir das verraten wir aber nicht so gerne. Bei ihr habe ich es natürlich ordentlich hochtopiert, hinten schön rockig, so hoch gemacht, so wie sie mir das sich auf einer Fashion-Show genau vorstellt. Da hätte man natürlich mit Haarverlängerung noch eine ganze Menge machen können, aber heute wollten wir es natürlich schnell und knackig. Sie hat da eine Wimper und ich darf mal kurz, darfst du das wünschen? So, darfst du auch nicht verraten. Das darf man nicht verraten, genau. Ja, das war also die Lösung für Merle. Also was würdest du sonst noch für Frisuren anbieten können? Also ich meine, den Afro-Look hatten wir da drüben gerade, oder was? Wir machen alles für glatten. Als rockige Frau kann man natürlich auch schöne, glatte, strenge Haare haben. Man kann natürlich auch trotzdem leichte Wellen machen. Die Mode macht es ja auch sehr rockig, die schwarzen Fingernägel, die Nieten. Du hast sie aber gerade sehr strähnig natural. Ich bin ja natürlich der totale Lockentyp und versuch's trotzdem irgendwie. Das ist immer so mit den Designern und mit den eigenen Kreativen, die sind für sich selbst sind die völlig entspannt. Da muss es nicht so akkurat sein. Genau. Einfach leisure und ganz... entspannt. Genau, wir versuchen das Janet, ich danke dir und dann wollen wir mal die weiteren Gäste heute hier, die Spannenden, die heute mit beim Videodreh mitwirken werden und werden wir kennenlernen. Ne? Dankeschön. Ja, und weiter geht's hier in der Runde, die Madoria an meiner Seite. Und eben hatten wir ja die Frisuren, aber jetzt haben wir natürlich die Make-up-Artistin hier. Ja. Madoria, was war denn jetzt hier das Neckische? Wie hast du sie denn hier schön gemacht? Noch schöner, als sie schon ist natürlich. Richtig eine Simsalabim, habe ich gehört. Nein, sie ist schön und hübsch. Sie ist eine Middle East-Typ. Ja. So, dann habe ich Smokey Eyes gemacht. Wow. Und viel Kontur. Ja.
Und also die Haare so ein bisschen so zur Seite, damit man noch das schöne Gesicht sieht. Also Smoky Eyes, haben wir gesagt. Smoky Eyes. Die Wimpern sind, glaube ich, ein bisschen unecht. Die sind unecht. Und die Friseurin hat die Haare rock gemacht. Wer hat dir die Augenbrauen so schön gezupft, zum Beispiel? Bist du da auch damit beteiligt? Schon, waren sie schon. Schön, waren schon schön, so. Bleaching auch noch? Seid ihr auch dafür zuständig? Nein, war Spaß. Nein, das sind wir so nicht. Also ein schönes, zartes, feines Make-up. Gibt es denn da verschiedene Töne? Hast du jetzt einen bestimmten Ton genommen, weil du sagst, Middle East ist mehr so, braucht was Helleres oder wie Nein, das, die Friseurin, die hat das schön rockige Haar gemacht. Ja. Deswegen ist es einfacher für mich dann, um das Make-up zusammen, wie sagt man das in Deutsch? Sagst du in Holländisch, sagst du in Iranisch? Sie ist ja, Holländisch. Ja? Um das zusammen zu kombinieren. Ja, bilden Sie sich mal weiter, gucken Sie mal ins Lexikon. Kombinieren. So, und jetzt weiter hier zu Merle. Merle ist schon wieder Merle. Merle ist heute hier der Hauptstar. Immer wieder Merle. Aber bei Merle ist natürlich auch das Make-up gemacht worden. Und was ist da das Besondere? Merlin hat schöne Konturen auf ihrem Gesicht. Wie man das so sieht, habe ich extra Konturen aufgemacht. Sie hat schöne die Farbe ist so schön, das muss man nur betonen. So, deswegen habe ich eine braune Eyeshadow benutzt. Und ja, sie hat schöne Wimpern. Na, wunderbar, Merle. Dann kannst du ja heute Abend losgehen, der Start zu diesem Video. Wir sind ja hier live beim Making-of, liebe Zuschauer, und wir werden hier weitere Leute hier interviewen. Dankeschön erstmal, Madolia. Madolia. Wow, ja, Madolia ist doch schon ein Starname, ne? Dankeschön. Welche Jacken waren das? Das Stichwort habe ich gerade vernommen. Peter Heimerdinger hier. Man könnte ihn auch nennen Gary the Glitter, Gary Glitter. Peter, um welche Jacke ging es denn? Ging es vielleicht um deinen Sakko hier? Nein, also ich hoffe ja. Das finde ich natürlich ganz, ganz toll, weil ich es ertrage. Nee, wir hatten uns gerade über Jacken unterhalten, weil die haben gerade gesagt, die fanden die Jacken so toll. Jetzt habe ich nachgefragt, welche Jacken das sind. Weil was für Jacken? Regenjacken, Sommerjacken, Winterjacken, Daunenjacken. Winterjacken. Und direkt da hinten mit dem tollen Pelzkragen. Kaschieren noch so schön. Da braucht man sich gar nicht mehr schlank machen. Da brauchen wir gar nicht mehr trainieren, ne? Super. Immer schön. Eine dunkle Farbe wählen. Gepolstert. Du bist übrigens die? Jacqueline. Und du bist die? Ricarda, die ruhig mal in die Kamera rikaden kann. Hallo, Ricarda. So, Gary the Glitter, ich muss dich einmal ganz kurz in die Mitte nehmen. Der Mann ist nämlich auch ein Multiplikator. Jemand, den man aus der Öffentlichkeit kennt. Kommt ruhig ein bisschen näher. Jetzt geht es nicht mal in Sachen Kultur. Kultur pur. Hört mal hin. Also, Mr. Galerie Claudius. Peter Heimerdinger macht Marketing für die Galerie Claudius. Er repräsentiert, er feiert mehr, als er vermarktet. Aber das macht nichts, habe ich nicht gesagt. Aber das gehört ja dazu, zum Repräsentieren. Ja, natürlich. Peter, ja. Galerie Claudius, ihr hattet Amandalier. Ihr hattet mich dabei. Fantastisches Jahr. Ihr hattet Jahr. Mich und ihr hattet Amandalier. Kann das noch toppen? Wir hatten Artist TV, wir hatten Sina. Ihr hattet Christine Neubauer. Wir hatten Sina, wir hatten Artist TV, dann hatten wir noch Amandalier. Ja. Dann hatten wir Christine Neubauer. Genau. Dann hatten wir Artist TV und Sina. Und so hattet ihr Christine Kossi. Christine Kossi war ein fantastischer Abend, war super Abend. Toll. Ihr habt auch einen mega tollen Beitrag gemacht. Dankeschön. Also, und danke, ihr hattet Viola Möbius. Das war eine Horrornacht. Mensch, da ging es um einen Krimi, einen fiktiven Roman. Peter, wie geht die Serie weiter? Ihr macht von euch reden. Wie geht die Serie jetzt weiter? Ja, wir haben jetzt noch unser letzter Abend dieses Jahres am 17., also nächste Woche Dienstag mit Joschka Sirks, eine Finissage. Und dann ziehen wir uns zurück, planen für zu nächstes Joschka Jahr. Zu Joschka Sirks müssen wir natürlich auch was sagen. Panoramic, ne? Universal Panoramic. Da werden Panoramafotos vorgeführt am 17. Richtig, war das? Dezember. Kommen Sie mal vorbei. Es lohnt sich wirklich, wenn Sie irgendwo eine kahle Wand haben, eine Hauswand, eine Innenwand, was auch immer, eine Garagenwand, dann haben Sie ein schönes, großes Panoramafoto vielleicht zum Beispiel von Universal Panoramic. Ja. Und das nächste Highlight bei euch? So, am 14. Januar nächstes Jahr, 2014, haben wir Jörg Petersen, ganz toller Künstler. Unter anderem Pop-Art, rund. Ne? Richtig, Pop-Art, ja. Surrealismus, Realismus. Genau. Jacqueline, schön zuhören. Ist jetzt Kunstunterricht. Und dann geht es auch gleich weiter am 28. Januar mit einer ganz tollen Fashion-Show bei uns in der Galerie. Ist mal eine ganz andere Schiene, freuen wir uns auch. Also ganz Synergien, es geht um Kunst, es geht um richtig. Mode, es geht um Interviews, es geht um Lesungen. Es ist ein Kulturhaus, ein Potpourri, eine Melange. Ich habe nichts hinzuzufügen. Ja, hast genau. Du ganz toll gesagt. Genau. Und an Artist TV nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Also Peter Heimerdinger, es ist immer wieder schön, bei euch zu sein. Wir super. Freuen uns auf die weiteren Veranstaltungen. Und seien Sie dabei, Peter Heimerdinger und die Galerie Claudius. Dankeschön. Liebe Zuschauer, und hier ist sie nun, the Queen of Drama, the Queen wow. of
World, the Mrs. Germany 2005 and 6. Und eigentlich hätte sie jede Wahl wieder gewonnen, wenn man das denn dürfte, wenn die Statuten es denn erlauben würde. Du bist ein Schatz, dankeschön. Ja. Sag einmal, du wirst ja hier gerade hier richtig wichtig hier gestylt und mit toll. Make-up. Ist das nicht unglaublich, dass wir hier so dich so überfallen überhaupt? Ja? Nein, das ist toll, sich betüdeln lassen. Das ist wunderschön. Eine Frau findet das immer toll. Claudia Ehlert, so ist dein Name. Claudia, folgende Frage an dich. Ja. Wie ist es denn jetzt hier auch zur Kooperation mit dir gekommen? Also unterstützt du heute André Zirke oder unterstützt du heute die WIF-Brause? Bist du für das ganze Video mitverantwortlich? Was machst du denn? Also ich finde beide verantwortlich und unterstütze natürlich André Zirke die ganze Zeit, schon seit Jahren. Und wir machen zusammen Modenschauen, kleinen Promis ein. Also wir machen sehr viel zusammen, haben super Spaß, wir sind gute Freunde. Und es ist toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und natürlich jetzt ganz aktuell WIF-Brause, weil die ja ganz neu auf den Markt kommen. Und das trinke ich gerade, das ist super lecker. Also kann ich nur empfehlen. Und wir alle können gar nicht mehr davon. Und und natürlich heute das erste Image-Video. Und ich freue mich, dass ich für die Models heute zuständig bin. Jetzt werde ich halt auch noch ein bisschen hübsch gemacht, weil ich ganz spontan mich bei dem Video mit dabei sein möchte. Aber liebe Zuschauer, das ist ja nur die Hälfte der Miete. Sie hat ja noch nicht ihr Kleid an. Es wird ein Kleid sein von Versace, habe ich gehört. Ja, natürlich. Welche Farben wird es haben? Schwarz mit Gold. Mit Schwarz mit Gold. Ja. Na, was denn auch sonst? Wertvoller geht's ja nicht. Und Schwarz und Gold, es ist ja auch die Black Edition von WIF Brause. Das müssen wir dann auch betonen. Habt ihr euch deswegen gerade überlegt, so muss es dann sein, abgestimmt auf die Flasche? Da hast du natürlich recht, das passt schon ein bisschen. Schwarz und Gold. Weil wir sind alle sehr elegant. Manche so ein ganz bisschen rockig, aber zu der Marke passt das, weil WIF Brause ist stilvoll, edel. Und ich finde, das passt super zusammen. Du wirst aber getüdelt hier, du. Oh, das ist so schön. Das ist unglaublich. Haare, dies. Willst du auch mal? Und Komplimente. Nee, später. Da ist nichts mehr zu machen. Das ist einfach Fatal Attraction oder so, fatale Attraktion. Ja, super. Was hören wir denn sonst noch von dir? Claudia, du bist ja überall auch umtriebig unterwegs. Und du bist ja auch, was viele nicht wissen, du bist ja auch jemand, der sich sozial engagiert. Ja. Und da würde ich gerne auch noch was über dich hören. Ja, das stimmt. Und zwar arbeite ich ja in der Medizin und dem Beruf bin ich auch immer irgendwie ein bisschen treu geblieben und arbeite immer noch dort. Claudia hat auch eine soziale Ader. Ja, ich habe mal Kinderkrankenschwester gelernt und arbeite jetzt aber im OP. Bin OP-Assistentin und da vergessen die doch immer so die kleinen Besteckteilchen aus dem Körper rauszunehmen. Ja, oder ist das ein Klischee, ist das ein Vorurteil? Nee, das ist schon richtig. Dafür bin ich auch verantwortlich. Ja. Man ist für die Schwester, die am Tisch steht, die instrumentiert, ist man verantwortlich, dass alle Instrumente auch wieder aus dem Bauch rauskommen. Da darf das Mittagsgeschirr nicht im Körper bleiben. Also das geht nicht. Also, Sie können nicht gleichzeitig Mittagstisch machen und Ihr Besteck da drin lassen und das verwechseln und am Ende das falsche Besteck wieder rausnehmen. Ne? Ja, genau so ist das. So ist also, man muss das schon aufpassen, man muss das abzählen. Jede Operation hat einen Tischaufbau. Genau. Und ich arbeite sogar tatsächlich in fast allen Fachbereichen. Toll. Ich bin gut einsetzbar und bin freiberuflich sozusagen. Mich kann man buchen als OP-Schwester. Die schönste OP-Schwester auf diesem Planeten. Sie haben es gehört. Ich danke dir, Claudia. Jetzt lass dich weiter hübschen, anhübschen und vor allem nachher mit dem Kleid beim Video. Ich danke dir. Ja, toll. Danke. Ciao. Sie können sich nicht vorstellen, was hier für ein Aufwand betrieben wird. Und jetzt hier nochmal von Janet Andriske, wie heißt du nochmal bitte? Bianca. Mit der Yes. Sag mal, Yes, ist das schön, so umtüdelt zu werden? Ja, natürlich. Ja? Sag mal, was erwartet uns von dir heute? Wer hat dich eingeladen? Was machst du hier? Wieso hast du eine Daseinsberechtigung hier? Also ich mache Werbung für WIF Brause. Ja. Ja, und probiere die Kleider von André an. Und du hast hier auch gerade wie Kleopatra gestylt. Sag mal, das ist sie doch auch. Guck mal, du bist die Reinkarnation, die Wiederauferstehung von Kleopatra. André Zirke hat es gewusst. Sag einmal, ein schönes Kleid übrigens, sag einmal, was über dein Lifestyle-Magazin? Also ich werde heute auch nochmal hierüber berichten. Ja. Natürlich über Fashion, Mode, Trends, alles, was mit Stars zu tun hat. Denn dein Label heißt... Famous VIP Magazin. Mensch, hier ein bisschen raus aus dir. Ja. Das ist Lifestyle, hey. Und wir werden heute, guck mal, die sprayt mich gleich mit ein. Ich werde gleich mitgestylt. Die Haare. Um Gottes Willen, nachher gibt es irgendwelche elektrischen Ladungen und dann sind die nachher oben und stehen ab. Madame Jacqueline, das ist das Opfer. Sehen Sie mal, wie ich mich hier einbringe. Yes, ich freue mich, dich nachher auch in Aktion zu sehen. Ich sehe, ihr seid alle in super Stimmung. Total. Und wir freuen uns natürlich auch noch weitere Leute hier kennenzulernen. Dankeschön erstmal für den O-Ton. Sehr gerne. So, meine Herren, meine Damen natürlich, oder Damen und Herren, der schönste Mann des Abends. Nicht ich ist gemeint, sondern du bist gemeint. Chris Eggers. Also wenn man schon so einen Namen hat, dann müsste eigentlich Hollywood schon die Türen geöffnet haben. Chris, deine Ambitionen sind tatsächlich wirklich im Filmbusiness. Ja, ich habe jetzt einige Sachen mit RTL gedreht
Und ja, mal sehen, was das so weitergeht. Aber hauptberuflich erstmal modeln. Das ist jetzt mein Ziel, da weit zu kommen. Und ja. Wir haben dich bei der Boxveranstaltung von Ismael Özen gesehen. Du bist also auch ein leidenschaftlicher Boxfan oder Freund von Ismael Özen, ja? Ja, ich bin ein guter Freund von Ismael. Ja. Ja, das Event, da hat er ja zum Glück gewonnen. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten Kämpfe um seinen Europameistertitel. Und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie er sich da schlägt. Aber Chris Eggers, die schönen Frauen, die dich jetzt kennenlernen wollen, die wollen noch ein paar Highlights von hören. Was hast du im Modebereich bis jetzt gemacht? Oder was hast du überhaupt im Filmbusiness? Also RTL sagt ja noch nichts aus. Ja, das RTL. RTL, genau. Ein Format habe ich da gedreht, den Namen darf ich noch nicht nennen. Das erscheint im Januar. Ja. Und dann könnt ihr alle gespannt sein, was da laufen wird. Müssen wir jeden Tag RTL gucken. Hast du einen Appetitanreger für uns? Hast du irgendwas, ein kleines Häppchen, dass sich die Damen, die sich jetzt hier gerade verzehren nach dir, dass die jetzt von dir eine Botschaft bekommen? Wo können sie dich antreffen? Auf jeden Fall in Hamburg schon mal. Ich bin und den Rest. Der Mann ist unerreichbar, wir sehen das schon. Der macht sich auch so begehrlich, ne? Also, ja, man darf ja nicht alles verraten, Chris, ne? Chris, was soll ich denn, in welchem Stadtteil sollen sich die Frauen auf die Lauer legen? Eppendorf, wo nicht. Eppendorf schon mal. Wir kreisen es schon mal ein. Also bei Van der Vaart. Also die ja Maiskolben jetzt heißt. Mais heißt sie ja. Genau. Und willst du es noch ein bisschen konkretisieren vielleicht? So ein bisschen? Wo du Sport machst, genau. Ich bin im Fitness First Platinum Club in Eppendorf. Na also, das ist doch schon mal jeden Tag. Treten Sie ein, ja? Ja, ab 20 Uhr ungefähr. Nebenjobs vielleicht so bei Abercrombie. Abercrombie war doch klar, mit freiem Oberkörper dann aber auch, ne? Jetzt gerade ist es ja Winter das und deswegen nicht. Das gibt Zuschlag, das gibt Provision. Und bei Hollister in Europapassage arbeite ich auch. Genau. Und was für unfairen Mitteln die arbeiten. Einfach mit Waschbrett braucht und dann fühlen sich die Teenies ja wirklich verpflichtet heute. Das ist ja so ein Kollektiv der Werbeszene, ne? Dann müssen sie da rein, müssen sich euch irgendwie anpassen. Das Konzept ist auf jeden Fall gut. Ja, und die Leute ja, springen drauf an. Chris, und das ist die Hauptsache. Chris, ich sag mal, gib den Frauen ein Kiss und wir sind heute glücklich. Er wird heute beim Video mitmachen und sich cool in Szene setzen und posen. Und da können sie sich schon mal drüber freuen. Ne? Dankeschön. Chris Eggers. Guck, ihr alle böse. Was? Nochmal. So, jetzt bin ich wieder gut. Ja, aber das ist ja heute Gott sei Dank ohne Ton, deswegen können wir jetzt reden, was wir wollen. Ja, der hat schon lange erzählt, ne? So, furchtbar, gell. Schatzi, irgendwas ist passiert, ne? Total. Sieht doch super natürlich aus. Das Blöde ist der Ton drauf. Ja, leider ja. Ja, liebe Zuschauer. Eine schöner als die andere. Also eigentlich müsste ich ja Minderwertigkeitskomplex haben, wenn ich nicht so selbstbewusst wäre. Sag mal, wie ist denn dein Name? Lena. Lena? Genau. Lena verleiht nichts? Nein. Wie heißt du mit Nachnamen? Reinhard. Lena Reinhard. Lena, wir müssen erstmal über dein Kleid sprechen. Ich glaube, wir müssen dich heute von oben bis unten taxieren. Das Kleid ist von welcher Marke? Das ist von Versace. Von Versace, was auch sonst. Und die Haare sind von? Von André. Also, die Haare sind von mir. Die sind im Original? Genau. Lena, was bist du im bürgerlichen Leben? Bist du ein Model? Bist du die schönste Frau eines Scheichs? Oder was bist du? Nein, das nicht. Aber ich bin Model hauptberuflich, das stimmt. Und mache noch einige andere Sachen auch. Ja, darfst du darüber berichten? Die anderen Sachen so? Ach, ja. Ja? Ja. Was zum Beispiel? Ich mache noch Nageldesign nebenbei und so Kleinigkeiten. Ja, in einem Laden oder persönlich kann man dich buchen? Ja. Wird das auch versteuert, was du verdienst? Alles ist angemeldet und versteuert, das stimmt. Sonst hätte ich das nicht gesagt. Ne? Nein, noch. Ist alles rechtens und aber hauptberuflich Model. Also wir bilanzieren. Man kann dich buchen als Model. Man kann mich buchen als Model. Kann man dich auch als Nanny buchen, dass du auf Kinder aufpasst? Ja, kommt drauf an, ja. auf so Männer, die jung geblieben sind im Herzen und die einfach ein bisschen Obhut brauchen manchmal für mich. Nee? Also kann man dich buchen für ein schönes Abendessen zum Beispiel. Gibt's sowas? Oder nur in Ausnahmefällen mit den besten Freunden? Nur in Ausnahmefällen mit den besten Freunden. Also wir bilanzieren. Sie macht Nägel. Man kann sie als Model buchen. Willst du noch einen drauflegen? Hey, jetzt noch einen. Schaka. Nee, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Und heute wird sie auch mit einer der Hauptdarstellerinnen des Videos sein. Freue ich mich. Und wir werden dich in deinem glanzvollen Versace-Outfit sehen. Toll, ne? Und sie wird posen, sie wird tanzen, sie wird animieren und sie wird die Wöff-Brause schlürfen. Ja. Ja. Ach. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Rrr, nicht? Ja, machen wir heute Test. Genau. Das ist, glaube ich, meine Telefon. Ja. Hallo? Wir sind schon alle rangegangen. Wow.
Hier ist die Kamera, Kellner. Ja. Ja. Kamera, genau. Herr Gries, weniger cool. Hier. Du bist so. Weniger cool. Das habe ich noch mit. Mehr. Noch mehr. Die, Dings gemacht. Wenn das schlecht ist, dann ja. Ich werde nie wieder Fotos von euch machen. Nie wieder. Entspannter. Liebe Zuschauer, jetzt werden wir mal ein bisschen entschleunigen, weil Sanella ist schon genug in Stress und Sanella ist wirklich eine der wichtigsten Figuren hier, denn es gibt ja auch die Begrifflichkeit Logistik. Und was sie alles die letzten Tage oder Wochen organisiert hat, das möchten sie nicht hören, das möchten sie auch nicht mitertragen. Sag mal, hast du sehr gelitten bei der ganzen Organisation bis jetzt für das Video? Ja, also mein Partner Alex und ich haben uns letzten Freitag, glaube ich, entschieden, ja, wir machen das jetzt. Sehen Sie mal, so kurzfristig. Das Video und... das war lediglich bei einem kurzen Meeting, Mittagessen. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt starten wir. Mal schauen, wie weit wir kommen. Und ich bin jetzt hier reingekommen, ich war total überwältigt. Und ich musste weinen, weil so viele Menschen halt, die uns mithelfen, die uns sponsoren. Vor Glück bitte, vor Glück ja, weinen. Genau. Dass das auch gleich keine Missverständnisse gibt. Es ist einfach unglaublich, was eigentlich jetzt passiert. Und alle helfen mit, sehr, alle sehr, denken mit. Ja, sehr. Wir haben vor allem genügend Getränke, das ist ja auch nicht das Unwichtigste. Ich glaube, das ist die Würfbrause. Die Würfbrause, die macht uns nämlich alle wirklich gut hier und heute. Hübsch und fit und jung und knackig und wild. Nicht? Richtig. Und Sanella, gab es auch ein paar Pannen? Darf man das, sag ich mal, verraten? Was eher lustig am Ende rüberkommt? Also natürlich nichts, was natürlich uns nicht. Als unprofessionell erscheinen lässt. Wir sind professionell. Nein, natürlich gab es die eine oder andere Panne. Ganz klar, aber unsere Nerven lagen auch zwischendurch halt blank. Aber nichtsdestotrotz stehen wir hier, es ist alles gut, es ist alles super und wir freuen uns wirklich im H1 drehen zu können, zu dürfen. Und sind dem Yorgos halt wirklich dankbar dafür. Und denn das ist jetzt Einzelnen. Die dritte Etappe, meine lieben Damen und Herren. Jetzt geht es zu Yorgos ins H1, die Kultdisco, da wo auch schon David Guetta aufgelegt hat. Und dort werden wir heute filmen und werden die Wöffbräuse inszenieren. Und ich freue mich darüber, Sanella, dass du auch das Team zusammenhältst und hier wirklich alle Leute mit unterstützen. Das ist toll. Dankeschön. Dankeschön. I don't know.
Und dort tanzen die Models. Wir gehen mal rüber und ran. Seid ihr alle gut drauf? Ja! Yeah! Also, so wollen wir es doch hören, liebe Leute. Mit Wurfbrause ist das Leben lebenswert. Viel Spaß weiter hier mit der Wurfbrause. Action! Liebe Zuschauer, wir sind hier im H1 und wir haben den Junior-Chef hier, den Stan im H1. Sag mal, Stan, ist das hier heute eine Kulisse oder nicht mit der Wurfbrause? Ja, es ist schon geil, also ein geiles Produkt man zumindest. Man dreht mal um, ja? Kann man nicht meckern, auf jeden Fall. Kann es sein, dass ihr das in Zukunft hier einführt mit den Mitbewerbern? Was meinst du? Dazu äußere ich mich jetzt nicht. Wir haben unsere festen Partner, und, ja. Aber Wurfbrause ist trotzdem ein cooles Produkt. Mann, junges, neues, freches Produkt. Auch die Zielgruppen brauchen ja immer mal wieder was Neues, Frisches, oder? Ja, es gibt wenig Innovation, das stimmt, aber man muss sich auch entwickeln. Ja? Man muss auch was dafür tun, und ich glaube, das machen sie ganz gut. Stan, Thema Entwicklung. Was entwickelt sich in den nächsten Jahren bei euch? Ihr habt ja immer wieder Highlights. Ihr hattet hier schon David Guetta. Ihr seid eine der angesagtesten Diskotheken, nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit in Deutschland. Was gibt es für neue Highlights im neuen Jahr? Wir haben noch nichts, wo ihr sagen könnt, das wird passieren. Das Einzige, was passieren wird, ist im März, die Backstreet Boys werden wiederkommen. Yes, die Backstreet Boys. Yes. Und da machen sie ihre Konzerttour in ganz Deutschland, das machen wir ja. Und dann kommen sie anschließend noch im Club und geben nochmal Gas. Und was gibt es so für Aktionen? Also ich denke mal hier, der Mittwoch ist einer der angesagten Tage, Devomania. Und am Wochenende habt ihr so besondere Aktionen, die du gerne nochmal hervorheben würdest? Ja, was ich hervorheben kann, ist, dass wir Mittwoch mittlerweile 20 Jahre geöffnet sind. Wir feiern dieses Jahr 20 Jahre Jubiläum. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein Statement, das schafft nicht jeder. Ich gratuliere euch, wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg, dass wir euch weiter auch begleiten können. Stan vom H1, der Junior-Chef, Dankeschön, dass du dich für das Interview zur Verfügung gestellt hast. Gerne, gerne. Thank you.
der VIP-Lounge. Die Stimmung ist auf ihrem Höhepunkt und ich setze mich mal neben Helena. Helena, was hat die Wurfbrause in dir ausgelöst? Ah, das schmeckt so prickelnd. Ich meine, ja, das so prickelnd. Ja. Mein Gott, da bin ich ja genau im richtigen Augenblick hier. Es prickelt bei ihr. So geht weiter. Hier, Lady, wie heißen Sie denn bitte? Jennifer. Hallo. Warum trägst du gerne Wurfbrause? Sag jetzt nichts Falsches, was gegen dich verwendet werden kann. Weil das im Sommer wie im Winter einfach das perfekte Getränk ist. Was für Nebenwirkungen sind da? Ich verstehe mein eigenes Wort hier nicht. Absolute Menge um dich herum. Du bist in der Crowd drin. Okay, ich habe nichts verstanden. Ich gucke es mir nachher an und ich gehe mal weiter rein. Und hier haben wir ein Naturbayern. Entschuldigung, wenn die Merle mal kurz ein bisschen zur Seite geht. Merle, ups. Sag mal, Franz Beckenbauer, oder ja, wie sie heißen? Ja, mein Gott, es gibt die Champagnermarken, die sind gute, aber die Wurfbrause ist ein Weltstar. In Bayern schmeckt das Zeug ganz gut. Es ist so laut hier, ich verstehe gar nichts. Ich bin gespannt auf Ihr Interview, man hört hier wirklich nichts mehr. Ich finde das super. Und gucken Sie mal, diese hysterischen Leute da drüben, hier. Den Mann mit der Brille, den Verrückten da. Und ich lasse mich einfach mal fallen, yeah! Und? Eieieiei. Ja, yes, und wie sieht's aus? Wie schaut's aus hier? Gute Party, gute Stimmung. Wahnsinnig, ne? Wurfbrause. Ich lasse mich hier gerade von euch tragen, ne? Ja. Dass die Wurfbrause alles in euch auslöst, ne? Und hier, Mr. Gagaman. Gagaman. Ja, damit kriegst du alle Frauen, Mann. Alle Frauen mit Wurfbrause. Also, wenn sie bis heute Lady Gaga kann, das ist Mr. Gaga. Guckst dir an. Und die Klausel, ich bin noch wirklich nüchtern. So bin ich im nüchternen Zustand, ja? Alle. So, hier, gucken Sie mal. Die sind hier alle bezahlt dafür, dass sie Werbung dafür machen, ne? Oder trinkst du das Zeug wirklich freiwillig? Ich trinke es, weil es lecker schmeckt, prickelt und Spaß macht. Gucken Sie mal, so wenden wir uns an die Jugend mit vollem Verantwortungsbewusstsein und haben unseren öffentlichen Auftrag, wie gesagt, don't drink and drive, ne? Nicht vergessen. Drink, aber lass dich schminken, das kannst du machen. So, und die beiden Küken da drüben. Hallo, ihr beiden Küken. Sag mal, dürft ihr denn überhaupt schon was trinken? Um diese Uhrzeit? Eigentlich ist doch jetzt schon Sesamstraße und Bettgehzeit, oder? Nee, da sind wir schon rausgewachsen. Wir sind schon voll groß. Ausgewachsen, ja, in der Größe, ja. Aber ich meine so vom Alter her, ne, oder? Ja, wir sind schon im Champagneralter. Ja. Und du, kleines süßes Täubchen rechts an meiner Seite. Kleines Täubchen an meiner Seite. Wie sieht's aus mit dem Sektkonsum? Das ist Champagner, Entschuldigung. Der Hammer ist das. Der Hammer ist das. Sehen Sie? Also. Der Beckenbauer steht auf Wurfbrause. Ist ein Weltstar. Tommy haben wir hier auch eingeladen. Wir sind hier immer noch in der VIP-Lounge und werden uns jetzt weiter mal den weiteren Gästen zuwenden. Das ist der Hammer. Die schmeckt so prickelnd. Sehen Sie mal, das wirkt so authentisch hier. Noch was zu sagen? Wurfbrause ist wild und jung, genau wie wir. Dafür hat sie 500 Euro gekriegt. Wer bietet mehr? Nein, Young and Free. Dafür hat sie 600 Euro gekriegt. Tagesbuchung. Und hier? Hey, habt ihr Wurfbrause mal probiert? Ja? Dann wisst ihr, warum wir das so feiern. Na, super. Ich hab's nicht gehört, aber es wird schon stimmen. Du bist mit der Markteinführung, glaube ich, sehr, sehr gut unterstützt worden. Nur noch Topmodels hier. Ja. Wie heißt du? Tatjana Partitz? Nicole. Ich hab's nicht verstanden. Nicole? Nicole. Gucken Sie sich das mal an. Ist das nicht unglaublich? Ja. Was hast du denn allein für die Models bezahlt, dass die hier alle dein Getränk so hochloben? Du bist doch ein Startup hier. Ach, es gibt Geheimnisse im Leben, du. Das sind ja alles hier Cindy Crawfords von morgen und Claudia Schiffers. Ja. Und die können ja alle bei Victoria's Secret mitmachen, aber die machen jetzt alle bei Wöf Wöf mit. Man könnte ja auch sagen Töff Töff. Also du bist glücklich, absolut. Du bist wirklich erfreut. Genial. Was haben wir in nächster Zeit noch von dir Vernünftiges zu erwarten? Wir machen einfach so weiter. Wir haben irre viel Spaß hier. Es ist ein grandioser Abend. Wir haben tolle Menschen hier. Wir haben junge, erfolgreiche, bildhübsche Menschen hier. Wie dekadent. So ist das Leben. So muss es sein. So ist das Leben. So muss es sein. Das war das Making-of von Alex Schless und seinem Töff Töff Wöff Wöff, seiner Wöff Wöff Brause. Und wir freuen uns auf weiteres von dir zu hören. Und Sina. Ein toller Startup. Sina, vielen Dank. War ganz toll. Vielen, vielen Dank. Und wir haben richtig viel Spaß. Lasst uns jetzt noch ein bisschen feiern. Wir sind hier im VIP-Bereich. Hoch die Tassen, Wöff Brause, viel Spaß, herzlichen Dank. Schön, dass ihr alle dabei wart. Hoch die Schnabeltassen.
Start the weekend.